Ich soll noch kurz vorher ansagen, der Franz hätte in Stapel reden. Die soll er bitte bei den Tischen abgeben, weil es noch Leute gibt, die die gerne haben wollen. Und bevor ich mit meiner Rede anfange, wenn ich fertig bin, werdet ihr wahrscheinlich wissen, wer wirklich den Verkehr in Stuttgart zum Stocken bringt, was man immer uns vorwirft. Die Stuttgart 21 Propagandisten behaupten seit Jahr und Tag, dass Stuttgart 21 den Verkehr in Stuttgart kaum tangieren würde. K21 hingegen würde unter rollendem Radgebot und massive Behinderungen nach sich ziehen. Die tägliche Realität entzaubert dieses Propagandamärchen. S21 lässt den S-Bahn-Verkehr regelmäßig kollabieren. Der Autoverkehr staut sich mehr als zuvor. Fußgängern und mobilitätseingeschränkten Menschen werden unzumutbare Umwege abverlangt und Fahrradwege werden rücksichtslos zerschnitten. S21 ersetzt das gesunde Herz des Verkehrs, nämlich den bestens funktionierenden Kopfbahnhof, durch ein wenig schlagkräftiges, minderwertiges Kunstherz. Schlimmer noch, die jetzt noch durchlässigen Gefäße, die Zulaufstrecken, werden dergestalt verschlimmbessert, dass Stockungen vorprogrammiert sind. Diese für Banken und Konzerne äußerst lukrative Transplantation droht jetzt weitere Arterien zu verstopfen. Und damit bin ich beim Thema, nämlich die der bisher tadellos funktionierenden Stadtbahn. Die Brisanz dieser Feststellung untermauert ein kurzer Blick in die Geschichte unserer Stadtbahn. Noch um 1960 verfügte die Straßenbahn in der Innenstadt über ein flächendeckendes, fein gesponnenes Netz. Doch bald wurde die autogerechte Stadt zur Leitlinie. Die lästig gewordene Straßenbahn hatte zu verschwinden. An ihre Stelle sollte die angeblich zeitgemäße U-Bahn treten. Mehr als 2 Dutzend Linien wurden obsolet. Schon damals entwickelten die Tunnelparteien ihre neurotische Gleisphobie, wie heute beim angeblichen Gleisschrott im Kopfbahnhof. 3 U-Bahnen, eine Längs-, eine Quer- und eine Diagonallinie, hatten den Fahrgästen zu genügen. Diese Planung war nicht weniger überdreht als S21. Zum Glück hat die Geschichte diesen größenwahnsinnigen Schwachsinn längst beerdigt. Aus der sternförmigen U-Bahn wurde die flächendeckende Stadtbahn, eine moderne Version der Straßenbahn. Trotzdem blieb ein Geburtsfehler aus U-Bahn-Zeiten zementiert. In der Innenstadt existieren nur 2 nicht miteinander verbundene Stammstrecken. Durch diese werden alle Linien der Tal- und Längs- und Querrichtung gezwängt. Hier liegt die Achillesferse des Systems. Weitere Linien sind unmöglich, die Tunnels sind voll ausgelastet. Bei U-Bahn- und Stadtbahnsystemen ist aber mindestens eine 3. Stammstrecke unabdingbar. Diese, ursprünglich einmal geplant, ist für immer verbaut, weil der einzig noch verfügbare Raum im Untergrund am Hauptbahnhof durch S21 blockiert werden soll. Ähnliches gilt auch für eine 2. S-Bahn-Stammstrecke, wie sie gerade in München gebaut wird. Richtig kritisch wird es aber, wenn man den Engpass der SSB in der Innenstadt auf dem Hintergrund der S21-Bauarbeiten betrachtet. Weil die Stadtbahn ursprünglich als echte U-Bahn konzipiert war, fehlen im Innenstadtbereich Weichenverbindungen der Längs- und Querlinien untereinander. Es gibt bei den Querlinien keine Umleitungsmöglichkeit, bei den Längslinien nur eine mangelhafte über den Berliner Platz. Durch den Bau des Nesenbach-Dükers muss der Abschnitt Staatsgalerie-Hauptbahnhof aber jahrelang unterbrochen werden. Die Strecke Staatsgalerie-Charlottenplatz zeitversetzt ebenfalls. Ihr habt euch nicht verhört. Die Bahn will uns tatsächlich zumuten, dass jahrelang keine einzige Stadtbahn von der Staatsgalerie zum Bahnhof fährt. Und jahrelang keine Bahn von der Staatsgalerie zum Charlottenplatz. Reguläre Stadtbahnlinien und die Stadionlinie 11 einfach abgeschnitten von der Innenstadt. Egal wie die SSB das löst, durch komplette oder halbseitige Sperrungen, durch unterschiedliche Linienverläufe in beiden Richtungen oder durch lästige zusätzliche Pendellinien 1B, 4B oder 9B, in jedem Fall ergeben sich Fahrzeitverlängerungen, überlastete Bahnsteige und zerrissene Linien. Zum Beispiel kann die U4 nicht zum Hölderlinplatz durchfahren. Der infarktgefährdete Berliner Platz kann niemals
5 Stadtbahnlinien, Buslinien, Autoverkehr, die Sonderlinie U11 und zusätzliche Pendellinien aufnehmen. Großveranstaltungen wie das Volksfest werden im Chaos enden, weil U-Haltestelle Hauptbahnhof dann 11 Linien mit dem entsprechenden Fahrgastaufkommen abwickeln müsste. Erschwerend kommt hinzu, der Umsteigeverkehr mit zehntausenden Fahrgästen am zweitwichtigsten Stadtbahnknotenpunkt, dem Charlottenplatz, wird zwangsläufig auch noch an den Hauptbahnhof verlagert. Weil der Zugang zur S-Bahn vom Hauptbahnhof oben gesperrt werden muss, wegen der Tiefbahnhofsgrube, werden zusätzlich Zehntausende durch die Klettpassage irren. Verspätungen werden sich unaufhaltsam hochschaukeln. Wer aufgrund der S-Bahn-Malaise in die Stadtbahn umgestiegen ist, gerät vom Regen in die Traufe. Auch die Querlinien werden betroffen sein. Fahrzeitverlängerungen bedeuten mehr Fahrzeuge, mehr Personal, Taktausdünnungen und so weiter. Wer bezahlt letztendlich dafür? Die SSB? Die Bahn? Die Kosten werden natürlich auf uns abgewälzt, Steuerzahler und Fahrgäste. Bei K21 wäre die Stadtbahn in keinster Weise betroffen gewesen. Bei S21 kosten alleine die Kreuzungen mit der Stadtbahn viele 100 Millionen Euro. Die Aussage der SSB, dass ihre durch S21 neu gebauten Tunnels fahrdynamisch besser seien, ist ein Witz. Wo bisher etwa vom Hauptbahnhof zur Thürnenstraße nach einer moderaten Kurve eine hübsche Gerade gefahren wird, steht künftig eine Achterbahnfahrt auf dem Programm mit Kurven und starken Gefällen. Für die Kosten dieser nutzlosen Stadtbahnverlegungen hätte man locker die fehlende dritte Stammstrecke bekommen. Wozu das alles? Nur, damit man den Tiefbahnhof irgendwie in einen Untergrund hineinwurschtelt, der eigentlich mit 2 Stadtbahnröhren und einem S-Bahn-Tunnel vollauf belegt ist. Und trotzdem überschreitet dieser Schiefbahnhof dann noch das erlaubte Gefälle um das 6-fache. Kommen wir jetzt zu einem ganz heiklen Thema. Die Kreuzung der Stadtbahn mit den S21-Gleisen am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz unterhalb der ehemaligen Bahndirektion verdient genaueste Analyse. Die viel zu knappe Überdeckung zwischen den oben liegenden Tiefbahnhofsgleisen und dem darunter geführten neuen S-Bahn-Tunnel verursacht gefährliche statische Risiken. Genau deshalb würde die Bahn furchtbar gerne die verstümmelte, denkmalsgeschützte Bahnhofsdirektion komplett abreißen. Es wundert nicht, dass Bauleiter Azer angesichts solch haarsträubender Pläne zurückgetreten ist. Hanni Azer ist ja bekanntlich unerschrocken. Er verlegt in Berlin für den dortigen Bahnhof zum Beispiel die Spree. Inzwischen liegt unausgesprochen das Eingeständnis vor, dass diese Planung tatsächlich kriminell war. Seit das durchgesickert ist, will die SSB ihren Tunnel zum Nachteil der Mineralwasserdeckschicht 70 cm tiefer legen. Die offizielle Begründung, geschickt lanciert an die Stuttgarter Nachrichten, ist raffiniert. Man will angeblich die Korrosion vermindern, die in den Metallarmierungen der Betonbauteile ausgelöst wird, durch die unterschiedlichen Stromarten der SSB 750 Volt und DB 15.000 Volt Wechselstrom. Wenn das die Planer vorher nicht gewusst hätten, wären sie völlig inkompetent. Dieses lachhafte Argument ist nur vorgeschoben, um zu verschleiern, dass ursprünglich etwas Gemeingefährliches gebaut werden sollte. Die SSB plakatiert an der besagten Stelle: Wir bauen die neue U12 für Sie ins Europaviertel. Haben wir da etwas verpasst? Die U12 fährt doch schon längst zusammen mit 4 weiteren Linien. Die Stadtbahn dreht an dieser Stelle ihre Runden seit 1976. Es entsteht ein Stuttgart 21 Bauwerk her, nichts anderes. Den Verantwortlichen ist es offenbar inzwischen peinlich, sich zu einer Stuttgart 21 Baustelle zu bekennen. Oder soll etwa der Bürgerärger über S21 gebremst werden durch verlogene Umetikierungen zur SSB-Baustelle? Dafür hängt die neue Führung der U12 durch das Neubauviertel die Bewohnerinnen des Marktverkaufsviertels ersatzlos ab zugunsten der Stadtbibliothek. Dabei ist diese nur einen Steinwurf von der neuerdings Stadtbibliothek genannten Haltestelle Thürlenstraße entfernt. Stuttgart hat etwas, worum uns Städte aus der ganzen Welt beneiden. Eine echte Kulturmeile. Musikhochschule, Staatsgalerie, Staatstheater, Schauspielhaus, Landesbibliothek und Stadtbücherei waren aneinandergereiht wie eine Perlenschnur. Die Stadtbücherei hat man unnötigerweise herausgerissen und für schlappe 80 Millionen
in das langweilige S21-Viertel verpflanzt. Wenig mehr hätte die Elektrifizierung und Taktverdichtung der Schönbuchbahn gekostet. Dafür hat das grün geführte Verkehrsministerium kein Geld mehr. Für die Behebung der Kapazitätsprobleme schlägt man allen Ernstes die Entfernung von Sitzplätzen aus den Zügen vor, damit mehr Leute stehen können. Orientiert sich unsere Verkehrspolitik neuerdings an Entwicklungsländern? Die in Aussicht gestellte Landesförderung für das Stadtbahnprojekt Markgröningen-Ludwigsburg wird gekürzt. Damit steht das Vorhaben wahrscheinlich vor dem Aus. Will man so 20% mehr Verkehr auf die Schiene bringen, wie OW Kuhn und seine Grünen vorschlagen? Wohin man schaut, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird auch von Grün-Rot stiefmütterlich behandelt. Heidelberg wartet vergeblich auf Zusagen bezüglich der Straßenbahnverlängerung, die neue Linie von Basel nach Weil am Rhein endet gleich nach der Neckarbrücke und so weiter. Aber in Stuttgart wurde auffallend geräuschlos die Verlängerung der U6 zum Flughafen beschlossen. So wird ein nachrangiger Airport künftig durch ICEs, ICs, Regionalzüge, S-Bahn und jetzt auch noch durch die Stadtbahn weltrekordverdächtig übererschlossen. Man will offenbar die Leute mit aller Gewalt daran hindern, zum Frankfurter Flughafen mit der Bahn zu fahren. Drei Fragen wirft diese perverse Umweltpolitik auf. Erstens, soll die U6 durch die Hintertür die mangelnde Leistung des S21 Filtermurzes kompensieren? Zweitens, werden hier weitere S21-Kosten unauffällig der SSB aufgeladen? Drittens, welche Rolle spielt der bekennende S21-Fan und SSB-Vorstand Arnold, der eigentlich für das Wohl seiner SSB zuständig ist? Leinfelden hat sich nämlich die viel wichtigere Verlängerung der U5 gewünscht. Der Leinfelder Bürgerschaft gewährte man zähneknirschend eine symbolisch um lachhafte 400 Meter verlängerte U5 im 20-Minuten-Takt, damit sie endlich Ruhe gibt. Aber dorthin, wo die Leinfelder noch gar nicht wollen, wo sie nämlich auch vom Lärm ständig gestört werden zum Flughafen, fährt bald die U6 alle 10 Minuten mit stolzen Doppelzügen. Man sieht, auch unter Grün-Rot wird in Baden-Württemberg die Verkehrsplanung in erster Linie der S21-Ideologie untergeordnet. Der Rest muss sehen, wo er bleibt. Die Landesregierung versenkt also auch indirekt riesige Summen in das Fass ohne Boden S21. Die geplanten Sperrungen bei der Stuttgarter Stadtbahn werden Kunden verprellen und zum Rückumstieg aufs Auto bewegen. Die vorhergesagte, immer wieder bestrittene Kannibalisierung der verfügbaren Mittel zugunsten des Schrottprojektes S21 ist im vollen Gange. Bisher hieß es, dass die Kreuzungsvereinbarungen der SSB mit der DB nur zu kurzen Sperrungen, zum Beispiel an Wochenenden, führen würden. Das hätte man akzeptiert. Was jetzt droht, hat eine ganz andere Qualität. Wir müssen jetzt aktiv werden, um diese Katastrophe für den Verkehr in der Stadt abzuwenden. Deswegen bringe ich jetzt 6 Forderungen. Erstens, keine VVS-Fahrpreiserhöhungen, solange die versprochene Leistung nicht erbracht wird. S-Bahn-Chaos, jahrelange Stadtbahnstreckungen, Streckensperrungen rechtfertigen eher Fahrpreiserstattungen. SSB-Chef Arnold redet davon, dass die Dauer der Sperrungen nicht absehbar sei. Zweitens, bald ist Kommunalwahl. Es muss auf alle Fraktionen eingewirkt werden, langfristige Sperrungen zu unterbinden. Euer Kreuz macht es, wisst ihr selber. Drittens, Arbeitgeber und Einzelhandel, die an einem funktionierenden Nahverkehr interessiert sein müssen, die müssen wir sensibilisieren für diese Problematik. Die mangelhafte Erreichbarkeit der Innenstadt wird zwangsläufig zu Ladenschließungen, Arbeitsplatzverlusten und Insolvenzen führen. Viertens, das S21 verursachte S-Bahn-Chaos wurde korrekt vorhergesagt, man hat es aber immer abgesprochen. Dasselbe tut jetzt die SSB wieder mit inhaltsleeren Sprechblasen à la jede Haltestelle wird immer angefahren. Fragt sich nur wie lange es dauert und wie umständlich das ist. Hier hilft nur ein anhaltender Druck auf die Verantwortlichen. Bahn und SSB müssen gezwungen werden, so zu bauen, dass die Stadtbahn nicht mehr beeinträchtigt wird als bisher zugesagt. Der Bahn gehören ihre eigenen Gleise, nicht aber die Stadtbahntrassen. Sie will nämlich nur ihre Mehrkosten auf andere Träger, in diesem Fall die SSB, abschieben. Fünftens,
Wir müssen Lokalpolitiker und die SSB pausenlos darauf hinweisen, dass wir diese Sperrungen nicht akzeptiert werden. Zum Beispiel durch Mails, Briefe, Telefonate und so weiter. Ich persönlich erinnere mich noch sehr gerne an die Rote Punkt-Aktion in 1970. Wer dabei war, weiß, was ich meine. Sechstens. Derzeit laufen zwei Bürgerbegehren, die die Stadt auffordern, die S21-Verträge zu kündigen. Das drohende Stadtbahnfiasko ist ein weiterer Grund, dem Tunnelwahnsinn jetzt ein Ende zu setzen. Sammeln Sie Unterschriften für die Bürgerbegehren Stornow 21 und Leistungslüge. Zum Beispiel bei den Hunderttausenden von Fahrgästen, die täglich die Stadtbahn nutzen und vermutlich noch gar nicht ahnen, was sie erwartet. Der versprochene Kostendeckel wurde ungeniert gesprengt. Brandschutzstandards werden absichtlich nicht eingehalten. Beim Grundwasser wird übel getrickst und jetzt geht es auch noch frontal gegen unsere Stadtbahn. Erneut überschreitet S21 eine rote Linie. Wir verzichten gerne auf ein sogenanntes Infrastrukturprojekt, das vor allem andere bisher einwandfrei funktionierende Infrastruktur wie die der SSB nachhaltig schädigt. Darum. Oh!